So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, ich habe mich aus dem Wald rausgekämpft. Hab auch nochmal mit der Frau gesprochen, weil ich ja, wie gesagt, die letzten 40 Minuten theoretisch nachspielen musste. Ging ein bisschen schneller, weil ich nicht jeden NPC anquatschen musste. Und zwar, die Dame hat uns ja noch gesagt, dass es da irgendwo einen Gespensterwald gibt. Damit hat die gar nicht so unrecht. Die Dame, die halt sagt, an so einen Blödsinn glaube ich nicht und uns das nur einmal sagt. Haben wir mal nachgeguckt. Westlich, im Wald westlich von hier, okay. Ernsthaft? Das ist scheiße. So richtig Damage machen die nicht. Ich habe jetzt alles nochmal nachgespielt. Das Problem war, da ich dort versucht habe, das alles ein bisschen schnell zu machen. Sprich, ich bin da mit Fledermausmantel rumgelaufen, habe die Truhen alle geöffnet. Problem ist natürlich, dass ich dementsprechend nur Level 44 bin. Hier gibt es einen Gespensterwald. Okay. Was gibt's denn hier? Eisdämon, kleine Eisdrache. Ja. Schon ganz gut. Das geht. Es ist nicht ganz so stark wie Dingsbums. Ist nicht ganz so stark wie im wie die Sektenmitglieder. Aber das passt. So, deswegen bin ich jetzt erst Level 44. Wie gesagt, im letzten Part ist ja das Undenkbare passiert. Aber na gut. Ist es so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Ich müsste eigentlich... Was geben die eigentlich für Seelen? Normale Seelen, ne? Okay, das geht noch. Hier soll es einen Gespensterwald geben. Ja, ist zwar schön, aber... Bringt das auch was? Der Eisdämon. Dieses Grinsen von dem, es ist so unglaublich. So, wollen wir mal. Ja. Mit den XP kann ich eigentlich nicht meckern. Bin auch ziemlich nah. Wie, Lane wurde verflucht. Das kannst du mal schön vergessen. Braunen Stein. Erdtempel. Krass. Na gut. Ein Geist. Ah, endlich. Jetzt keine Freude mehr. Jemand gekommen. Danke. Kennen wir ja schon. Super. Na schön. Passt. Skelettbeschwörung. Naja. Naja, würde ich sagen. Wo war denn der Erdtempel nochmal? Ich glaube, den habe ich selbst nie... Erde, Wasser, Feuer, Wind, Licht und Schatten. Okay, es gibt... ich glaube, Schattentempel gibt Blut, Licht müsste dementsprechend die HP steigern. Und Erdtempel könnte, glaube ich, die Verteidigung steigern. Wasser, die Mentalität. Feuer, der Angriff. Erde, der Dingsbums. Wind könnte Geschick sein. Das würde zum... Boah! Alter, der Eissturm von den Viechern ist nicht auszu... Alter, der Eishauch von denen ist echt nicht zu unterschätzen. Die machen zwar sonst keinen Damage, aber damit hauen die richtig um. Alter Vater. Zum Glück. Glücklicherweise ist Aske direkt bei 1 HP. Das war aber wirklich nur Zufall. Warte mal, war ich hier oben schon? Ja, hier war ich, okay. Ich will jetzt eigentlich nur noch hier raus.
Warte mal, kann ich hier Blut saugen? Ich bin nicht ganz... Ja, also beim kritischen Treffer wird das nichts. Aber Asuka könnte jetzt gerne... 15, das ist ja fast gar nichts. Das ist ja jetzt fast gar nichts. So, passt aber. Ja, das ist soweit ganz gut. Super. Ja, der Geisterwald hat sich gelohnt. Vor allem diesen Erdtempel, diesen braunen Stein. Muss mal gucken, ob ich den Erdschrein, wo der noch mal war. Ich weiß es nicht genau. Kann ja nachgucken, warum eigentlich nicht. Das Spiel ist alt genug. Und, ja, da kann man dann eigentlich nochmal schauen. Gibt ja mehr als genug Komplettlösungen. Für ein RPG-Maker-Spiel muss man nochmal sagen, sehr komplex. So, wir haben alles gemacht. Hier sind wir dann auch soweit fertig. Das bedeutet, ich gehe jetzt eigentlich nur noch zurück. Sag dem Priester Bescheid, dass die dunkle Todesgrottenflotte da hinüber ist. Der Dame sage ich, dass wir den Wald betreten haben. Weiß nicht genau, ob das was bringt. Hi, Mutti. Hallo, habt ihr schon gehört? Angeblich soll es Gespenster im Wald wissen. Das habe ich vergessen. Aber ich glaube nicht an so einen Blödsinn. Gespenster, so. Entschuldige, dass ich eine Beleidigung habe. Ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Hallo, habt ihr schon gehört? Ah, die sagt immer das Gleiche. Okay. Aber ich muss jetzt nochmal zu dem Priester zurück. Ich dachte, die sagt das nur einmal, aber die sagt das mehrmals. Alles klar. Und das ist der Pub. Das bedeutet, der... Natürlich geht's... Oh doch, geht, okay. So, Pastora. Da sind ja unsere Helden. Ich habe es bereits gehört. Ihr habt sie wirklich vertrieben. Ich danke euch vielmals. Nehmt jetzt bitte die versprochene... Boah. Dann wäre die Sache ja geklärt. Eine Vampirrüstung. Die wahre Rüstung aller Vampire. 200 Verteidigung. Boah, geil. Geil. Geilomatico. Ich freue mich. Super. Ich glaube, das war's dann auch mit Iranis. Ich würde jetzt gerne den Dingsbums nochmal abgeben. Gegenstand, wo haben wir's? Menü. Wo muss ich den denn abgeben? Okay, finde einen Aufenthaltsort, finde raus. Okay, suche mal Lim, Armband, okay. Suche in Iranis nach dem verpackten Gegenstand, bringe ihn nach Asran. Warte mal, wo ist denn Asran? Asran, okay. Ah, okay, in der Nähe vom Schloss. Wunderbar. Dann einfach nach links Richtung Asran. Das ist etwas weiter runter. Hier nicht. Das ist Astion. Da will ich nicht hin oder noch nicht. Okay. Ein bisschen hier war ja Tradan. War. ansonsten, hier ist ja das Schloss, das wird auch lustig. So, jetzt will ich nochmal zu diesem eingebildeten Fatzen. Müssen wir mal gucken, wo der gewesen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier war das nicht, das war ein Typ. Okay, der... Oma langweilt uns nur. Wir haben ja mit allen größtenteils schon gesprochen. Da ist ein Händler. Da ist auch ein Händler. Und ein Pub. Der war das nicht. So. Das war... Warte mal, hier oben vielleicht? Nee. Der war das mit dem Schmetterling, ne? Okay, genau, das war dann mit dem Schmetterling. So, die Frage ist... Nee, das war der Opa, der uns die Sprache beigebracht hat.
Da müsste der, ich glaube, der war das. Habt ihr den Gegenstand schon? Ja, hier ist er. Ah, da ist er, mein wertvoller Schatz. Gut, ihr habt es nicht geöffnet. Hier ist euer Geld. 300 Fehler und 400 Erfahrungen. Und jetzt verschwindet. Alles klar. Naja, so richtig viel war das jetzt nicht. Na gut. Dann haben wir das gemacht. Was ist denn hier? Hier ist auch bestimmt auch irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Erstmal speichern. Sicher ist sicher. Sind es nicht die Taten, die die Gewesung ein... Gift-Triade. Oha. So von der Musik her schon schön, aber es ist halt die Frage... Also richtig viel Damage machen die jetzt nicht, deswegen... Ich war am überlegen, ob ich mir vielleicht einen Golem beschwören sollte. Aber... Starke Seele? Ich müsste auch eigentlich mittlerweile genug starke Seelen haben. So was, bevor ich jetzt großartig hier weitermache, gehe ich nochmal ins Magierzimmer. Ich bin da noch gar nicht Level 45, das ist aber soweit... Ist aber noch in Ordnung. Ich brauche neue große Seelensteine. Ich will nicht alle benutzen. Weil es einfach keinen Sinn macht. So, 54 starke Seelen und 69 habe ich. Ja, ich habe halt keine Lust, 30 oder knapp ein bisschen mehr als 20 starke Seelen zu verschenken. Deswegen mache ich jetzt einfach mal den langen Weg. Und dann sollte das gegessen sein. Dann habe ich meinen Vorrat wieder voll. Okay, 24, 9, 9, nix. Passt. Und jetzt mit der Zuflucht wieder zurück. Gegenstand, Blutflasche, Walna. Ja, können wir mal voll machen. Ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Niente nada. Zero. Aber war cool. So. Gift-Triaden gehen eigentlich. Die geben nicht so viel EXP, aber geben schon starke Seelen. Das ist schon mal ganz gut. Horror-Koralle. Alles klar. An Land. Eine Koralle. Dürfte eigentlich nicht ganz so stark sein. Die machen kaum Damage. Ich finde es geil, dass wir eine Vampirrüstung bekommen haben. Das war der Hammer. Damit ist Walna jetzt... Was? Dings... Oha. Das magisch krank ist mies. Das ist mies. 1080. Haha, GTX 1080. Fehlt nur noch das TI. Okay, da gibt es noch irgendwas. Wisst ihr was? Ich probiere es mal. Das kann ja nicht... Oh, geht so vom Damage. Ist mies. Alter, ist das mies. Okay. Gut, ich glaube, hier wieder 1080. Gut, gibt es hier sonst irgendwas? Nö. Hier gibt es nur das in der Mitte. Ja, wieder in der Gift-Triade.
Muss das jetzt nicht unbedingt sein? Ja, Aska erreicht Level 45. Vampirstein. Okay. Vampirrüstung. Hat sich gelohnt. Nice. Warte mal. Ich mach's anders. Da die Elaine von der Verteidigung her nicht ganz so geil ist wie die Jungs, weil die einfach kein Schild tragen kann, kriegt die Elaine erstmal die Vampirrüstung. Cool! Ja, geil! Ich freue mich! Wieder eine Vampirrüstung bekommen. Ja, wir kommen. Das sind auch, glaube ich, die. Ich glaube, Vampirrüstung, Vampirhelm, Vampirschild und Vampirsäbel. Ich glaube, das sind wirklich die stärksten Items im ganzen Spiel. Ich müsste eigentlich mal ein Schicksalsspiel machen. Mit starken Seelensteinen. Weil du dann auch noch Vampirgegenstände bekommen kannst. Das ist natürlich die Sache, die ich versuche zu triggern. Das wäre natürlich der Hammer. Da muss ich nochmal nachgucken. Es wäre halt schon ganz geil, wenn man am Ende wirklich zumindest die stärksten Sachen von allen haben könnte. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so der, ob das möglich ist. Von daher mal ganz unverbindlich mal nachgucken. Ich muss mal, glaube ich, irgendwann mal eine Aufnahmepäuschen machen. Nicht Aufnahmepäuschen im Sinne von, ich mache jetzt mal einen Aufnahmestopp oder was weiß ich, sondern wirklich mal, ich gucke mir mal das Spiel an, gucke mir mal den Status an und überlege einfach mal. Auf der anderen Seite, ich bin der Story noch nicht so weit. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben mit dem Offscreen-Level. Aber dafür können wir jetzt ein bisschen die Story durchrushen. Ich würde sagen, diesen Part mache ich jetzt auch noch ein bisschen kürzer. Dann mache ich mir einen kleinen Überblick beim nächsten Part, was ich machen will, was ich schon habe und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal. So, die Elaine ist soweit. Valner ist soweit. Der Asker braucht noch ein bisschen, knapp 2000. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Weil wenn die nämlich Level 45 sind, kann ich die nämlich eigentlich soweit anfangen und leveln. Warte mal, Gegenstand, was habe ich denn hier? Blauer Stein, weißt du Wasser? Kann ich doch eigentlich nochmal zum Schrein des Wassers gehen? Warum nicht? Tut nicht weh. Vor allem war der ja auch sowieso relativ kurz. Also relativ linear. Und ja, mit Glück kann ich auch, bringt natürlich nichts hier anfangen, ein Blut saugen zu wollen. Weil die recht schwach sind. Das bedeutet, die halten nur noch einen Damage aus. Warte mal, wer muss denn alles? Der Asker und die Elaine. Die beiden müssen. Na gut, ich muss mal gucken, wie lange ich generell schon aufnehme. Intelligenz 233. Ich brauche den Magiergürtel nicht mehr. Geil. Blind, stumm und starre Zauber wäre natürlich sehr nice. Ich brauche ja nur 200 mental. Das bedeutet, es hat der Valner ja jetzt schon. Gut. Super. Wunderbar. Dann ist der Valner auch ein bisschen besser geschützt und braucht diesen Magiergürtel nicht dringend. Ich glaube, die Elaine kann sich bei sowas ganz gut vollsaugen, weil sie den Anfangshit macht. Die ist die schnellste Person von dem Trio.
bei Valna und Asuka bin ich mir nicht so sicher. Die teilen sich manchmal so, wer zuerst zuhaut von den beiden. Aber in der Regel ist es der Valna. Gut, aber die konnten sich jetzt, Valna und Elaine konnten jetzt noch mal ein bisschen nachrüsten. Das ist doch schon mal ganz gut. Denen geht's gut. Das machen wir jetzt noch einmal. Das ist soweit ganz gut, um den Blutvorrat zu füllen. Perfekt. Genau, ich muss mir jetzt wirklich mal einen Plan machen. Ich glaube, einfach so drauf loszocken, das ist bei vielen Spielen so, das kann man machen, aber hier ist das nicht der Fall. Sonst kommst du einfach echt nicht voran. So machen wir auch wahrscheinlich noch nicht alle. Sachen angeguckt haben. Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Ich muss gleich nochmal auf der Weltkarte gucken. Aber ich meine, wir haben da noch ein paar Sachen vergessen. Manche Sachen haben wir noch nicht getriggert. Manche Sachen haben wir noch vergessen. Lass mal ganz kurz gucken. Ich meine, hier gibt es noch irgendwo einen Jahrmarkt. Tessa meine ich, das hier. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Ah, da ist noch was, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Keine Angst, wir gehen nicht unter. Hallo, Handelsschiffe. Wen haben wir denn hier? Blinde Passagiere. Ja, easy. Ciao, Che, auf die Schnauze. Ja, super. Toll. Manchmal glaube ich, die Matrosen sind auch nicht mehr das Wahre. Du bist einfach nur ultra stark, mein Freund. Wie zum Teufel seid ihr auf das Schiff gekommen? Auf den gleichen Weg, wie du gleich das Schiff verlassen müsst. Über die Reling. Okay, warte mal, ich würde gerne Blut saugen. Angriff abwehren. Toll. Jetzt, wo ich 500 Crit-Schaden. Elender Mensch. Jetzt seid ihr dran, ihr Monster. So, der Valna könnte eigentlich noch mal trinken. Sicher ist sicher. Der Asuka greift an. Die Elaine verteidigt sich. Genau. Dann sollte ich eigentlich genug Blut haben, dass der Valna voll ist. Ja, super. Asuka haut daneben. Dafür kriegen wir aber keinen Schaden. Das ist schon mal super. Ja, normale Seele. Viel Spaß in der Hölle. Woher willst du wissen, ob der in die Hölle kommt? Vielleicht war der ja gut und kommt nicht in die Hölle. So, Trank der Ewigkeit. Ich glaube, zwei Sachen haben wir gefunden. Mehr gibt's nicht. Dass der Captain auch nicht rauskommt, weißt du? Der bleibt da in seinem Kapuff. Komm her. Ei, ihre Lümmel. Werdet jetzt gleich über Bord gehen. Versuch's doch. So, druff und mal genuckelt. Nuckel mal am Captain. Okay, das hat nichts gebracht. Elaine wollte nicht nuckeln, alles klar. Grüßt die Fische von mir. Gibt's hier noch irgendwas? Speicherstein, super. Habe ich schon gesagt, dass ich mich immer über Speichersteine gefreut habe, ja, ne? Lichtring, was ist denn ein Lichtring? Ein weißer Ring Lichtzauberschutz. Cool. Gut, das war's. Bis auf Elaine sind eigentlich alle voll. Das ist, passt. So, beim nächsten Mal gucken wir mal Tessa an. Weil das ist nämlich auch ganz cool eigentlich. Jo. So, dann würde ich aber sagen, ich speichere hier ab, mache dann auch mal kurz Aufnahmepausen, weil ich habe jetzt schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos am Stück aufgenommen. Welche Irrsinn der Mensch also glauben, sie sei das Höchste auf Erden. Alles klar, Asuka. Gut, wir haben gespeichert. Ich mache mir gleich, dann für den nächsten Part oder für die nächste Aufnahme mal ein bisschen Plano-Mano, dass wir mal eine längere Aufnahmesession planen können. War auf jeden Fall cool, dass ihr reingeschaut habt. Dieser Part
Sollte eigentlich 120 Minuten gehen, haben wir jetzt doch 24 gewonnen. Naja gut, hier, macht's gut, Leute. Ciao mit V. Bye, bye.